Hi, ich bin Suse. Ich bin seit über 9 Jahren Raumausstattermeisterin und ich werde dir heute ein paar Tipps geben, worauf du beim Bodenlegen achten solltest. Es ist wichtig, dass du die Pakete 48 Stunden vorher in den zu verlegenden Raum legst, damit sich der Bodenbelag akklimatisieren kann. Und dann schneidest du die Pakete kurz vor der Verlegung erst auf. Checke am Anfang die Chargennummern der Pakete und dann arbeite aus mehreren Paketen gleichzeitig, um eine einheitliche Fläche zu bekommen. Kommst du nun zur letzten Reihe, besteht die Möglichkeit, ein Brett auf die vorherige Reihe zu legen und ein zweites Brett an die Wand anzulegen. Und durch die Feder hast du den passenden Abstand direkt, an dem du anzeichnen kannst, um so das Brett zuzuschneiden. Bei Heizungsrohren achte darauf, dass die Fuge zwischen den Rohren langläuft und zeichne diese mittig an. So kannst du diese ausbohren und passend wieder zusammensetzen. Kommst du nun zu den Übergangsschienen, achte darauf, dass die Schraubenlöcher zu beiden Seiten den gleichen Abstand haben. So hast du eine gleichmäßige Optik und die Festigkeit ist zu beiden Seiten gegeben. Als Hilfe kannst du dir bei Übergangsschienen mit einem Nagel die Stellen markieren, um an dieser Stelle dann vorzubohren. Musst du nun eine Übergangsschiene anschließend an einen Schlingteppich setzen, achte darauf, dass du im Bereich der Löcher ein kleines Dreieck ausschneidest, damit du keine Laufmasche ziehst. Beim CV-Belag solltest du darauf achten, dass du mit der Hand unter den Belag greifst, damit er somit im Eckbereich nirgendwo einreißt. Möchtest du auf einen alten Holzdielenboden legen und an einigen Stellen knarrt es, schraube an diesen Stellen einige Schrauben nach, um das Ganze zu entknarren und schaffe dann einen gleichmäßigen, ebenen Untergrund. Möchtest du deinen CV-Belag nass verkleben, achte darauf, die richtige Zahlung zu verwenden und dass keine Klebernester entstehen. Tom, Respekt, wer es selber macht.